herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video. Und zwar gibt es heute etwas aus dem Donnerhall-Sortiment mit den Bombenrohren von Weco. Das Zweischlaghammer-Bombenrohr mit dem Kaliber 30. Effektbild haben wir hier auch drauf. Hier Doppelbombenfüllung. Und ja, das ist natürlich sehr interessant. Ich mache das Teil mal auf. So, es ist keine Abdeckung oben auf dem Bombenrohr drauf. Und hier auch ganz schlicht in schwarz gehalten, nur oben sowas draufgeklebt. Der Standfuß ist aus massivem Holz. Dann haben wir hier eine richtig fette gelbe Lunte. NEM haben wir hier 14 Gramm, das ist ein bisschen wenig für zwei Schläge, glaube ich. Aber naja, mal gucken, vielleicht kann uns das Teil trotzdem überzeugen. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt mal ganz viel Spaß bei der Zündung. Hier die Rosette XXL Gelb. Ist schon seit einer Viertelstunde hier am Schmirgeln und so. Und die raucht wirklich schon seit einer Stunde vor sich hin. Und ja, mal gucken, ob sie irgendwann wieder ausgeht. Zwei Schlagbomben raus im Donnerhall-Sortiment von Weco. Gewaltiger Abschuss, aber das Bombenrohr an sich war jetzt nicht so richtig gut. Aber immerhin haben beide Schläge gezündet. Richtig geil, Alter. Umgekippt und dann brennt die. Ja, kann eigentlich nicht passieren, aber